Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video beantworte ich euch endlich die Frage, wie das eigentlich alles mit meinen eigenen Düften gekommen ist, ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so viele Leute interessiert, aber tatsächlich ist das sehr, sehr häufig etwas, was ich gefragt werde, wie ich eigentlich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich einen eigenen Duft gemacht habe. Und deshalb möchte ich heute in dem heutigen Video einfach mal so ein bisschen meine Story erzählen. Und es gibt eine kleine Storytime, ein bisschen was zum Zurücklehnen, ein bisschen was zum Zuhören und alle Infos zu diesen beiden Düften und wie das überhaupt dazu gekommen ist, inklusive der super verrückten Story, wie das überhaupt mit UD31 passiert ist und was da konkret abgelaufen ist. Und ja, deshalb fangen wir auch direkt an. Ich finde persönlich erstmal, dass es eigentlich logisch ist, dass man irgendwann als Influencer auch anfängt, eigene Produkte zu machen. Ich glaube, dass man, wenn man sich so im Influencer-Ding aufhält, dann hat man ja auch sehr, sehr schnell Kontakt mit Leuten aus der Industrie, also mit anderen Marken und mit Herstellern. Und deshalb habe ich das auch schon relativ früh eigentlich in meiner gesamten YouTube-Laufbahn gemerkt, dass man da schon relativ viele Überschneidungspunkte hat und auch sehr häufig Türen für einen geöffnet werden. Also es ist so einer der Vorteile. Klar, es gibt natürlich auch jede Menge Nachteile beim Influencertum, dass man auf Privatsphäre verzichtet, weil die Leute einen irgendwie kennen und diverse andere Dinge, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber ich glaube, einer der Vorteile ist auf jeden Fall, dass man jede Menge Leute kennenlernt, die einem auch bereit sind, weiterzuhelfen. Und ich habe ja ein bisschen etwas längere Geschichte eigentlich hier auf dieser Plattform. Habe ja erst ganz viel so Persönlichkeitsentwicklungszeug gemacht auf einem separaten Channel noch. Und dann habe ich irgendwann ja angefangen mit diesem Styling-Thema und da eben mit Herren-Styling, also Bartpflege am Anfang, dann später auch Haarstyling. Und irgendwann kam dann das Thema Duft irgendwie so dazu. Und dass ich überhaupt so Fragrance-Influencer geworden bin, das war eigentlich eher zufällig, weil die Szene irgendwann so einen Sprung gemacht hat und so durch die Decke gegangen ist, dass das wirklich Sinn gemacht hat, sich nur noch darauf zu fokussieren. Also ich habe das wirklich erlebt, dass Duft plötzlich das Ding war und vorher irgendwie nicht. Also vorher war es so Haarstyling und Bartpflege und Männerpflege allgemein war immer ganz beliebt, aber das Thema Duft kam plötzlich wie aus dem Nichts und hat einen so richtig überholt und dann plötzlich ging es eben nur noch darum. Habe eben früher auch schon relativ schnell eigene Produkte erstellt. Also auch bei diesem Persönlichkeitsentwicklungsding hatte ich dann ein Buch veröffentlicht im Selbstverlag natürlich, weil wer hätte mich denn als Autor genommen? Ja, wahrscheinlich keiner, aber ich habe auf jeden Fall relativ früh dann ein Buch auch geschrieben und Videokurs und was weiß ich was alles gemacht. Also das war irgendwie immer so mit dabei und deshalb habe ich auch bei dem Styling-Thema relativ schnell erkannt, dass die Leute da auf jeden Fall einen bestimmten Bedarf haben an bestimmten Dingen, nämlich an den Produkten, die ich damals vorgestellt habe. Das war die Marke Blumann. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht noch daran erinnert, wenn ihr länger dabei seid, aber das waren eben so Haarstyling-Produkte, die es eigentlich nur in den USA gab am Anfang und ich habe die dann wirklich mit einer eigenen Nummer beim Zoll und so habe ich die dann eben auch importiert nach Deutschland mit 144 Stück damals noch, erinnere ich mich noch, weil ich hatte irgendwie nur so 10.000 Abos oder sowas, also damals, also nicht so mega viel jetzt, ja, verglichen mit dem, was heute halt da ist und habe mich dann eben auch gefragt, wie ich die Dinger denn so schnell quitt kriege, aber ich habe da einfach gefragt gehabt und die meinten so, yo, klar, schicken wir dir 144 Produkte sehr, sehr gerne, wenn du sowieso schon Videos machst und so, passt doch. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, warum erzählt er uns das denn jetzt? Naja, weil ich schon immer überlegt hatte, einen eigenen Duft zu machen. Und das Problem, was ich aber hatte, ist, dass ich nicht wirklich daran geglaubt habe, dass das irgendjemand kaufen würde. Also ich hatte irgendwie immer so diese Blockade im Kopf, dass ich mir gedacht habe, wenn du jetzt ein eigenes Parfüm machst, so, wer soll das denn kaufen? Weißt du, also erstmal, wie fängt man überhaupt an, so, das hätte man dann schon irgendwie geklärt, aber ich wusste so vom Thema Haarwachs, da musst du unter 1000 Stück Produktionsmenge gar nicht anfangen und ich dachte mir, wie soll ich denn 1000 Produkte irgendwie verkaufen oder so, ja, oder alleine 100 wäre, glaube ich, irgendwie schon schwierig geworden und deshalb habe ich das eben ganz, ganz lange mir einfach nicht zugetraut und nicht gemacht und besonders spannend wurde es dann Anfang 2022, weil da irgendwie so ein bisschen, ich mir gedacht habe, okay, vielleicht geht das ja doch irgendwie. Vielleicht geht das ja auch irgendwie mit einer kleineren Menge, dass man nur 50 Stück macht oder so und habe dann eben über Zufälle jemanden gefunden, der hauptsächlich über Parfumo tatsächlich seine Leistungen angeboten hat. Klingt jetzt wieder sehr sexuell, der Satz. Das war gar nicht meine Absicht. Sondern es ging tatsächlich darum, dass da jemand Auftragswerke gemacht hat im Parfümbereich. Also der hat dann quasi einen eigenen Duft für dich angemischt, hat dafür eine bestimmte Summe X genommen. Und dann habe ich mir einfach gedacht, hey, weißt du, probier doch einfach mal den anzufragen und frag doch einfach mal, ob der auch
sagen wir mal 20, 30, 40, 50 Stück machen würde. Und ich hatte gar keine wirkliche Ahnung und auch gar keinen wirklichen Plan, sondern das war am Anfang einfach so ein, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, frag den Mann, was soll schon passieren? Im Zweifel sagt er halt nein und dann passt das eben nicht. Und ich hatte auch gar keine Ahnung bezüglich Stückzahlen oder was ich da irgendwie haben wollte. Sondern ich habe einfach gedacht, komm, mach mal, weil ich bin auch allgemein, ehrlich gesagt, so drauf, dass ich häufig einfach erst mache und dann halt drüber nachdenke, was manchmal gut funktioniert, manchmal eher nicht so gut. Aber in den meisten Fällen hat mir das sehr, sehr viel geholfen tatsächlich, dieses schnelle Umsetzen, so Hashtag Persönlichkeitsentwicklung, und habe dann eben einfach angefragt und habe mit ihm telefoniert und dann hat er gemeint, ja, klar, können wir machen. Und dann meinte ich so, aber es muss schon irgendwie angemeldet sein bei der EU und alles, weil wenn das nicht ist, ich habe irgendwie Angst, dass man mir dann halt irgendwie so ans Bein pisst. Und dann meinte er so, ja, doch, habe ich auch schon mal gemacht und können wir halt machen. Und dann klang alles super. Und das ist eben so der Punkt, wie dann dieser Duft hier, nicht der Duft jetzt, weil da kommt noch was in der Geschichte, aber erstmal wie der Oud 31 überhaupt in greifbare Nähe kam. Ja? Denn ich hatte dann sowieso schon den Wunsch, mir ein Parfum machen zu lassen, was mit Oud arbeitet. Ich bin ein riesiger Oud-Fan. Also ich komme einfach von so einem Standpunkt, wo ich sehr früh schon einen sehr teuren Geschmack entwickelt habe in der Nische. Ich wollte einfach wissen, was unterscheidet ein 500-Euro-Parfum von einem 100-Euro-Parfum und habe dann eben sehr schnell diesen Rohstoff Oud kennengelernt und habe irgendwie so mitbekommen, Oud ist teuer und macht Düfte eben teuer. Und Düfte, die mit Oud arbeiten, riechen dann aber auch irgendwie ganz speziell. Und Oud ist auch ein Inhaltsstoff, der je nachdem, das ist ja so ein Holz, was an bestimmten Stellen in der Welt wächst. Und je nachdem, wo der Baum wächst, also ob er an einem Strand steht oder irgendwie ein bisschen weiter im Land rein, wie alt der Baum ist und so weiter, riecht der Duftstoff einfach komplett anders. Und das fand ich immer total faszinierend. Und abgesehen davon, dass ich natürlich auch so ein kleines Bling-Bling-Girl bin und mir gerne teure Dinge kaufe oder eben teure Dinge anschmachte, war das dann für mich halt irgendwie logisch, auch das Thema Oud irgendwie als eigenen Duft zu machen. Und ich habe das dann so kommuniziert und er meinte, ja, kriegen wir hin. Ich kenne mich gut mit Oud aus. Hat mir dann einen relativ hohen Preis damals gemacht für einen Flakon, also wo ich dann natürlich auch, ich kannte ja auch Herbert und so schon, noch mal gefragt habe und er meinte so, wahrscheinlich eher keine gute Idee, aber ich habe mir gedacht, hey, weißt du hast jemanden, der das irgendwie 100 Flaschen dann macht, so, dann probieren wir es halt und wenn es halt schief läuft, dann passiert's halt. Ist halt dann ein Learning, weißt du? Und was soll schon passieren? Hätte ich das mal vorher gewusst, ja. Aber gut, so ist es halt gewesen und ich habe dann eben gesagt, okay, dann machen wir das. Hab einen Stempel draufgesetzt quasi und haben einen Werksvertrag gemacht und gesagt, okay, weil ich das Ganze aber nicht so, ist jetzt halt ein technisches Detail, aber ich habe mir nicht zugetraut, das im laufenden Betrieb zu finanzieren, weil ich ja auch gar nicht wusste, wie kommt das Ding an, ja. Kann ich das überhaupt irgendwie stemmen, dieses Finanzielle? Habe ich dann gesagt, okay, wir machen aber dann bitte das Zahlungsziel, sobald die Ware erst verschickt ist. Also ich musste quasi den Großteil von diesem Betrag bezahlen, wenn die Ware überhaupt erst ausgeliefert ist an die Kunden. Einfach aus dem Grund, dass ich gesagt habe, okay, das gibt mir dann genug Zeit, die Flakons auch zu verkaufen und dann eben das Geld dann die auch zu geben. Und das war alles so abgemacht mit mehreren Abschlagszahlungen, Zwischenraten, die da irgendwie fällig wurden, die ich aber auch, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich auf jeden Fall halt so stemmen. Also dann mache ich halt mal eine Aktion und dann ist das Geld schon irgendwie da. War also alles super. Und dann haben wir aber gesagt, wir machen trotzdem einen Vorverkauf, weil man ja auch irgendwo abschätzen muss, wie viel das dann am Ende werden. Wir hatten uns zwar auf 150 Stück waren es, glaube ich, erstmal festgelegt. Wir haben aber gesagt, okay, wenn jetzt die Leute 160 kaufen würden, wäre das natürlich irgendwie blöd, wenn man die nicht bedienen kann, weil die Leute sind dann unglücklich. Man könnte selber vielleicht auch noch ein bisschen Kohle halt da rausziehen. Ne? You know, man lässt ja das Geld auch nicht auf der Straße liegen, sage ich jetzt mal. Und haben dann eben gesagt, okay, dann machen wir halt einen Vorverkauf, 3 Monate bevor das Ding live geht, dass wir dann eben notfalls die Menge noch anpassen können und gucken können, wie es läuft. Und um ehrlich zu sein, war irgendwie so, es war halt, Release war geplant für August, im Mai war der Vorverkauf und im April war irgendwie schon so ein bisschen die Stimmung etwas komisch, um es mal so zu formulieren. Denn es gab verschiedene Punkte, die dann noch geklärt werden mussten mit der Plakette und dem Design. Und ich sag's mal so, wie es ist, ich war da nicht ganz sicher, wie das Design dann am Ende aussehen soll. Ganz, ganz einfach aus dem Grund, dass ich noch niemals einen Duft veröffentlicht habe, noch niemals ein eigenes Produkt in dieser Form gemacht hatte und ich einfach auch irgendwo das bestmögliche Ergebnis haben wollte. Und deshalb haben wir dann halt nochmal eine Schriftart anpassen müssen und so kleinere Änderungen halt. Das war eben dann schon mal so ein bisschen so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, die Stimmung ist schon so ein bisschen angespannt, aber um ganz ehrlich mit euch zu sein, so eine Schriftart ändern oder halt irgendwie nochmal die DNA anzupassen, das habe ich jetzt nicht so als das Riesenproblem gesehen. Also grundsätzlich war das ja ein Werksvertrag, ja,
Ja? Das heißt, ich habe auch ein bestimmtes Weisungsrecht, denen zu sagen, wo es lang geht. Und im Grunde genommen, wenn ich halt die Änderungen dann machen möchte, dann ist es halt eben auch mein gutes Recht. Und das war halt eben aber irgendwie schon so ein bisschen ein Punkt. Und dann kam der Vorverkauf und dann hatten wir halt das Cap auf 200 Stück gesetzt. Also wie gesagt, 150 Stück waren schon fest eingeplant. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir das halt auf 200 Stück, einfach um zu sehen, wie viel weggeht. Ja? Und dann ist ja das Witzige passiert, dass dadurch, dass die Leute das vorher schon so, also ihr im Grunde genommen, das vorher schon so auf YouTube alles mitverfolgt habt, war dann der Hype wohl ein bisschen größer als erwartet. Und diese 200 Stück waren nach 4-5 Stunden ausverkauft. Und da muss man halt dazu sagen, dass die Leute ja noch nicht mal den Duft gerochen hatten und der ja auch einen gewissen Preis hatte, was hauptsächlich auch daran begründet war, dass der Typ halt so einen hohen Preis haben wollte pro Flakon. Dazu kommen wir aber gleich noch tatsächlich. Aber dann gingen dann auf jeden Fall 200 Stück weg und das war für mich dann auch so ein Moment, wo ich mir dachte so, okay, was passiert da gerade? Weißt du, also ich bin ja mit dieser Erwartungshaltung angegangen, wenn du 20, 30, 40 Stück verkauft bekommst im Vorverkauf, dann ist das ja schon voll geil, weil ich dachte halt, nie ein Produkt gemacht, super hoher Preis, super exklusiv. Weißt du, also was war so meine Erwartungshaltung, dass da irgendwie 200 Leute jetzt den Duft blind kaufen? Auf gar keinen Fall, ja. Ich hatte ja auch, weiß ich nicht, 30.000 Abos, das war jetzt schon gut, aber da wäre nie davon ausgegangen, dass da jetzt 100 oder geschweige denn 200 Stück weggehen. War aber tatsächlich so und dann bin ich halt ganz freudig, habe da, die SMS habe ich noch auf meinem Handy, habe dem dann ganz freudig geschrieben, meinte so, hey, 200 Stück weg, voll geil. Und dann kam nichts. Also es kam original keine Reaktion auf diese SMS und das fand ich schon so ein bisschen komisch. Und ja, dann ging das nur noch so 2 Wochen weiter mit ihm, weil er dann eben gesagt hat, okay, es gibt da noch so bestimmte Rechnungen, die jetzt bezahlt werden müssen, weil auf der Plakette halt eine Schriftart geändert worden ist. Da hat er dann gesagt, ja, da sind jetzt mir 2.500 Euro für angefallen und wenn es halt weitergehen soll, dann muss das noch bezahlt werden. Und aber auch so Geschichten wie, ja, du hast das Produkt ohne meine Erlaubnis verkauft und so. Und wohlgemerkt, der Vorverkauf, da hatten wir im Januar, glaube ich, schon drüber gesprochen und E-Mail-Kontakt, dass wir das machen. Also irgendwie war es so ein bisschen strange und er hat auf jeden Fall gesagt, okay, stell das jetzt ein, meine Arbeit, wenn du nicht zum Beispiel noch diese 2.500 Euro jetzt bezahlst. Und da habe ich halt gesagt, yo, wir haben halt einen Zahlungsplan und eine Schlusszahlung und das sehe ich halt nicht ein, jetzt da irgendwie nochmal so einen hohen Betrag hinzulegen. Zeig mir doch bitte mal die Rechnung. Und wie es halt so ist, wurde da jetzt keine Rechnung vorgelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine Rechnung existiert hat oder nicht. Keine Ahnung, will ich auch gar nicht zur Diskussion stellen. Aber das war auf jeden Fall dann erstmal so der Modo. Ich habe es halt nicht verstanden, weil ich mir dachte so, yo, Bro, ich stehe hier. Ich habe gerade 200 Düfte blind verkauft und ich weiß ja so von meinen Verkaufszahlen im Shop, wie realistisch das für eine andere Marke ist. Ich habe halt gesagt so, ich bin niemand eigentlich. Also ich habe keinen Namen wie Serjoff oder Tom Ford oder sonst irgendwas. Ich habe mir gedacht, wie kann er das nicht sehen? Weil er hat ja auch jetzt keinen großen Namen. Weißt du, das ist kein Parfümeur gewesen wie Mark Buxton oder Christian Carbonell, mit denen ich heute arbeite, die halt einen enormen Track Record haben so, sondern das war ja niemand. Und der ist halt auch immer noch ein Niemand. Und da habe ich gedacht, okay, das kann doch nicht sein, dass er das nicht sieht. Ne? Und habe dann eben auch nochmal kurz mit meinem Anwalt halt konferiert und wir waren uns dann relativ schnell einig, dass wir halt sagen, okay, wenn er nicht will, dann will er nicht. Und wenn er es nicht sieht und es halt wirklich zum Verrecken nicht checkt, so, dann checkt das nicht. Und dann muss man halt sagen, okay, ne, Geld zurück. Und das ging dann auch relativ unkompliziert nach einem Anwaltsbrief über die Bühne. Und dann stand ich eben da mit einem mittleren 5-stelligen Betrag an Geld und hatte aber keine Ware, kein Parfümeur, kein Flakon. Der Name war tatsächlich dann auch nochmal, das ist auch noch ganz witzig, eine Woche oder so bevor der mir das gesagt hatte, war nochmal eine Markenanmeldung auf den Namen erfolgt. Ich bin mir aber nicht sicher, wer das gemacht hat und das war auf jeden Fall auch jetzt nicht er selber, aber irgendjemand hatte da halt eine Marke angemeldet. Kann sein, dass ich irgendjemand auf Twitch einen Joke erlauben wollte, weiß ich nicht, ja. Aber ich hatte natürlich den Namen vorher schon überall kundgetan und habe dann halt feststellen müssen, dass ich noch nicht mal das Produkt unter diesem Namen rausbringen konnte. Und da ist die Kacke dann natürlich ziemlich hart am Dampfen, ne? Kannst du dir vorstellen. Also du hast diesen Berg an Geld. Was heißt Berg an? Ja, also ich meine im Grunde genommen, Freunde, also bin jetzt ja auch kein BWL-Justus, der hier groß geerbt hat von Papi, ne? Sondern ich habe ja wirklich auch, weiß ich nicht, hatte keinen Bezug dazu. Und habe dann gesagt, okay, jetzt auf der anderen Seite muss ich jetzt aber auch abliefern, weil in 3 Monaten ist Release und wenn ich das jetzt den Leuten zurückerstatte, dann macht mir PayPal den Laden dicht. Also erstatte mal diesen Betrag über PayPal zurück, dann kannst du halt dicht machen als Händler. Also das hätte mir komplett das Genick gebrochen. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht wirklich klagen. Hätte man machen können,
hätten wir wahrscheinlich auch recht bekommen, weil vertraglich war das halt alles ganz klar geregelt. Und trotzdem, dann dauert das 2 Jahre und am Ende haben die Leute immer noch keine Ware. Du hast halt super viel Geld ausgegeben und es ist halt super unbefriedigend. So. Deshalb war die Situation ziemlich auswegslos für mich und es gab eigentlich nur den Weg nach vorne durch die Sache irgendwie durch. Und da kommt wieder so der Punkt, zu dem ich am Anfang auch ein bisschen was gesagt habe, dass einem natürlich auch durch diese Kontakte in die Industrie gewisse Türen offen stehen. Das heißt, für mich ging es relativ flott dann, einen Abfüller zu finden und der mir dann auch sein Netzwerk zur Verfügung gestellt hat mit Glas, mit Kappen, mit Plaketten, mit Umverpackungen, Zertifizierung, alles weitere, was ich halt wissen musste. Nur der Punkt ist, ich musste es jetzt halt selber machen. Und der Vorteil daran ist, dass ich natürlich direkt halt ein Öl kaufen konnte für den Duft in einer viel, viel, viel besseren Qualität, weil ich das halt einfach selber gemacht habe und meine Zeit da investiert habe. Also von dem Punkt her schon mal ganz clever. Auf der anderen Seite hat mir mein Netzwerk echt den Arsch gerettet. Also 1-2 Leute zu kennen, die mir weitergeholfen haben, war wirklich Gold wert. Und ich habe dann eben noch die Möglichkeit gehabt, ich hätte mehrere Parfümeure nehmen können, hatte aber dann noch die Möglichkeit, diesen Typen hier zu bekommen, Chris Carbonell. Man kann über alles diskutieren, über gefällt mir der Duft, mag ich den Kai, whatever. Aber dass Chris einer der renommiertesten Parfümeure der letzten Jahre ist, darüber kann man meiner Ansicht nach nicht diskutieren. Ja? Und deshalb hatte ich dann eben die Chance, noch mit ihm zusammenzuarbeiten. Das war nicht 100% klar, ob das wirklich klappt, ob er Bock hat, ob er Zeit hat, weil er war dann auch noch in Thailand, neue Oud-Sorten sich bestellen und sowas alles. Und das war schon ein bisschen tricky, aber am Ende hat es dann eben doch geklappt und er hat gesagt, ja klar, mache ich. Und das ist eben dann draus geworden. Das Projekt hat noch ein bisschen gedauert, also den Release zum August haben wir nicht einhalten können, wie ihr alle noch wisst, weil dann kam eben auch noch der Ukraine-Krieg dazu. Man muss wissen, Ukraine-Krieg hat eine wirklich grundlegende Folge gehabt auch für den Parfummarkt, weil daran die Glasproduktion geknüpft war. Also an Energiekosten ist die Glasproduktion geknüpft. Ganz einfach, weil Glasproduktion extrem teuer ist, extrem energieaufwendig und deshalb konntest du über einen bestimmten Zeitraum, über mehrere Monate einfach kein Glas bestellen. Und da ich ja vorher schon Glas eingekauft hatte, beziehungsweise der Typ, mit dem ich das eigentlich machen wollte, hatte ich quasi selber nichts. Und ich wollte jetzt auch nicht zu ihm hinlaufen und dann sagen, hey, gib mir mal mein Glas. So. Also das wäre auf gar keinen Fall eine Option gewesen. Ja. Aber auf jeden Fall hat das dann noch ein bisschen gedauert aus den genannten Gründen. Fabriken hatten Covid, konnten dann wochenlang nichts tun und so. Also so all diese Geschichten. Und dann kam eben Oud 31 raus. Und spannenderweise, wenn ich das auch noch an der Stelle erzählen darf, dann ja auch direkt schon im stationären Handel, wo mir vorab eigentlich alle gesagt hatten, schmink dir das ab, das wird eh nicht funktionieren, weil die wollen in der Regel 5 bis 6 Düfte haben, damit sie eine gewisse Bandbreite zeigen können und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass natürlich das Thema digital und Influencer und sowas alles auch in den Parfümerien nicht vorbeigeht. Und was ich damals noch nicht wusste, ist, dass wirklich wegen unseren Videos, also von den anderen und mir, super viele Leute in Parfümerien rennen. Das war mir gar nicht bewusst, weil ich hatte halt keinen Kontakt zu irgendwelchen Parfümerien, so wie auch. Ja, ich habe ja immer irgendwie vor meinen Videos gesessen und die Videos selber gemacht und so und hatte halt gar keine Ahnung, dass das irgendeine Art von realistischem Effekt da draußen hat. Also du glaubst ja nicht, dass diese 1000, 2000, 5000, 10.000 Leute, die das immer dann halt gucken und die Klicks, dass das irgendwie echte Menschen sind, die auch wirklich dann in den Laden gehen und halt einen Duft dann testen. Aber dann kam es eben so, dass 1-2 Leute, liebe Grüße auch an Dennis, der Vorreiter war, mit einer Abfüllung von Oud 31 dann in Parfümerien reingerannt sind und das den Leuten gezeigt haben. Und die waren ganz aus dem Häuschen und meinten so, was, der Kai Porten hat einen Duft? Dieser Typ, wegen dem die Leute immer hier reingehen, der hat einen Duft gemacht? Oh, yo, das brauche ich, das Ding, ja. Und das war ungefähr so der Vibe, weshalb ich dann auch zum Start schon in 4 Läden drin stand. Und was ich persönlich auch niemals gedacht hätte, weil ich hatte irgendwann damit gerechnet, in 5 Jahren oder so, dann mit dem Duft da zu stehen. Und das auch tatsächlich nicht in irgendwelchen Läden, sondern wirklich in so mit den größten Namen in Deutschland. Also alleine Essenza Nobile, Kurfürstenparfümerie kennt ihr bestimmt, Parfümerie Brückner, Heudorf, Miller, Lubner, diese ganzen Namen, Parfümerie Liebe und Möltgen und ja, kennt die Liste, ja. Ganz einfach. Aber trotzdem ist es halt sehr, sehr krass gewesen, was das dann für einen Turn genommen hat. Und der Grund, warum ich das sage, ist nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, yo, ich bin der dickste Influencer auf dem Planeten, sondern weil ich das ja vor einem Jahr oder vor 1,5 Jahren zuvor niemals für möglich gehalten hätte. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Schöne an dieser Story, dass man halt so unternehmerisches Risiko nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt hat. Thema Bestellungen nicht erfüllen können und wenn du es halt rückerstattest, ist der Laden dicht. Aber auf der anderen Seite halt dieses sich selber unterschätzen, das hat mich halt irgendwie so total im Nachhinein beeindruckt. Wisst ihr, also man dachte irgendwie, das wird niemals funktionieren und dann 1,5 Jahre später stehst du eigentlich an einem Punkt, wo du gedacht
gedacht hättest, niemals, dass du da in 5 Jahren auch sein wirst, ja, in einer stationären Parfümerie. Wie krass ist das so? Für mich ist das selbst heute noch so, wenn ich da in eine Parfümerie reingehe und da stehen halt meine beiden Düfte, das ist immer noch so dieser Hä-Moment, so, wisst ihr, also, ich kenne das halt, also, die stehen bei mir so im Regal, ja, und ich kenne das Bild, wie die bei mir im Regal stehen und dann komme ich so in so eine Parfümerie rein, da stehen die und dann denke ich mir so, hä? Und dieser Moment ist immer noch da. Und das ist irgendwie so super cool an der Geschichte. Und vielleicht könnt ihr da auch selber irgendwie ein bisschen was draus ziehen, dass ihr auch, ja, da irgendwie so ein bisschen was für euch draus mitnehmt. Aber gut, das ist auf jeden Fall die lange Story zum ersten Duft. Der zweite Duft ist relativ einfach erklärt, denn ich bin ja grundsätzlich jemand, der, das merkt ihr auch an den Videos, immer sehr so mit Inhaltsstoffen und so weiter arbeitet. Also mir persönlich sind Inhaltsstoffe einfach super wichtig, weil mir das erlaubt, Düfte in ein Raster reinzupacken. Also wenn ich weiß, da ist Neroli drin, da ist Patchouli drin, da ist Oud drin, da ist Rose drin und so weiter, dann hilft mir das einfach bei der Einordnung von bestimmten Düften. Und darum geht es ja auch bei diesen Videos. Ich will euch ja Tipps geben und Empfehlungen und sowas. Und mir hilft es halt immer weiter, wenn ich über Inhaltsstoffe gehe. Und deshalb habe ich ein bisschen anderen Approach als so manch anderer Markeneigner, der vielleicht einfach hingeht und sagt, mach mir einen Duft, der riecht wie der Weltraum. Ja? Gibt es nämlich auch. Und dann macht der Parfümeur die ganze kreative Arbeit. Und für mich ist es halt ganz klar, ich sage, ich will Rose, Oud, Safran oder Rose, Oud, Kardamom jetzt in dem Fall. Ich will hier Kirsche, Leder, Safran. Bei meinem nächsten Duft, ich will irgendwas Frisches, aber florale Noten und gepaart mit so einem ledrigen Akkord. Wisst ihr, das ist halt so für mich, ich sage denen halt, was ich will. Und die können das relativ easy dann auch umsetzen, weil sie natürlich genau wissen, wie sie die Inhaltsstoffe miteinander kombinieren müssen. Das sind ja trainierte Chemiker, muss man sagen. Und deshalb hatte ich eben bei beiden Düften so diesen Material-Approach oder so diese Herangehensweise über Inhaltsstoffe. Und das war eben bei Kirsche ganz genauso, also bei Cherry X, weil ich ein riesiger Kirsch-Fan bin und das Problem hatte, dass mir Lost Cherry zu teuer war und zu synthetisch und nicht gehalten hat, dass mir Duquesa ein bisschen zu alkoholisch war, dass mir der Weißbomb ein bisschen zu spritzig, quietschig war und ein bisschen zu süßlich und dass mir der Clive Christian Hedonistic einfach zu verdammt teuer war, um den regelmäßig zu tragen und auch ein bisschen zu sehr auf diesem Lederding. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Kirsche gehabt. Und deshalb habe ich gesagt, yo, wenn ich halt Kirsche so geil finde, warum mache ich mir den Duft nicht einfach selber? So, wäre doch cool, ne? Bisschen was Fruchtiges, was ein bisschen gefälliger ist. Übrigens auch deutlich weniger kostet, ja, was bei den Parfümerien auch immer so als Feedback kam, dass der Oud 31 zwar sehr, sehr gut lief und auch immer noch sehr gut läuft, muss man sagen, für den Preis halt, yo. Wie gesagt, unterschätzt nicht, was möglich ist, ja? Sagen wir einfach mal so. Aber trotzdem, dass man natürlich auch ein bisschen eine Range hat, was Günstigeres zu verkaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach diesen Kirschduft zusammen und habe dann glücklicherweise in Cannes letztes Jahr, also Anfang Oktober war das, den Mark Buxton kennengelernt, der eine super coole Socke ist und ein super Paradiesvogel, crazy Typ. Jeder, der den mal kennengelernt hat, wird wissen, was ich meine. Mit dem kannst du ultra viel Spaß haben. Der ist eine super coole Socke und der ist vor allen Dingen ein richtig, richtig guter Parfümeur. Also Chris Carbonell sagt sogar, das ist wahrscheinlich so der Einzige, den er wirklich respektiert in dem Parfum-Game, weil der sich immer wieder neu erfindet und sich auch an Dinge wagt, die er so bis jetzt vielleicht noch nicht so gemacht hat. Und da dachte ich mir, okay, das ist eine sehr, sehr gute Wahl für diesen Kirschduft. Noch dazu bin ich ein großer Fan von Marks Arbeiten. Also ich finde den Lamar von Cajal todesgeil, richtig, richtig nicer Duft. Elixir d'Amour von Elmar auch schön. Und was ich bei Marc immer so geil finde, ist, du hast diese fruchtigen Noten, aber du hast vor allen Dingen auch immer so eine dunkle Seite. Und das wollte ich eben für den Kirschduft auf jeden Fall, weil ich hasse diese spritzigen, quietschigen und und weißt du, so mädchenhaften Kirschdüfte, das ist nicht meins. Ich mag lieber was Dunkles, Alkoholisches, Mysteriös. So in Richtung von Enigma, von Roger Parfums zum Beispiel. Aber der war auch wieder ein bisschen zu, you know, so das Parfum irgendwie zu ledrig. Und dieses Eau de Parfum oder diese Parfum-Cologne-Geschichte, ein bisschen zu Cola-mäßig. Ich habe also das Beste nicht gefunden, was ich wollte. Und habe dann eben dem Marc gesagt, hey, ich will Leder, ich will Kirsche, ich will irgendwas Würziges mit drin haben. Mach einfach und dann gucken wir, wie wir es machen. Und dabei ist dann eben dieser Duft hier rausgekommen und der natürlich auch nochmal von dem Preisniveau her für die Leute viel, viel attraktiver ist. Man muss dazu sagen, natürlich selbe Verarbeitungsqualität, also richtig schwere Kappe, richtig schwerer Flakon. Das ist mir persönlich besonders wichtig. Die Umverpackung werden wir übrigens auch noch überarbeiten, sobald ich in der Lage bin, 10.000 Stück von etwas abzunehmen. Also dahin kommen wir aber auch noch, spätestens mit Duft 3 oder 4. Und das ist eben genau das, was ich wollte. Also dieses Luxuriöse und einfach, ja, einen richtig geilen Kirschduft, der übrigens auch von den Inhaltsstoffen her die Hälfte liegt, also verglichen mit dem Oud 31. Oud 31 ist in der Produktion, was das Öl angeht, gottlos teuer, so. Sage ich euch ganz ehrlich, könnte auch 800 Euro kosten, 1000 Euro, gar kein Problem. Ich kenne Marken, die das nehmen für den Preis von dem Öl. Und hier liegen wir ungefähr bei der Hälfte, was immer noch
mehr ist, als die meisten Nischendüfte kosten. Und das ist auch der Grund, warum ich diese ganzen Hater auf Parfumo einfach nicht ernst nehmen kann. Ich habe das zum Release von Oud 31 gesagt, denn ich kenne ja meine Produktionskosten und ich kenne ja auch die Produktionskosten von der ein oder anderen Marke auf dem Markt. Was ich euch einfach sagen kann, ist, dass ich mit dem Ölpreis in solchen Gefilden unterwegs bin, dass das einfach kein Mensch normalerweise machen würde. Und insbesondere die größeren Marken denken natürlich auch wirtschaftlich, müssen die bei den Produktionsmengen, die die fahren. Und da hast du natürlich immer einen gewissen Qualitätsverlust mit dabei. Natürlich, und das muss ich an der Stelle auch vielleicht nochmal ganz transparent formulieren, liegen wir mit dem Produktionspreis nicht so, dass das nicht auch in einem Offline-Laden stehen könnte, was der ein oder andere Kollege, der hier auf dieser Plattform schon eigene Düfte rausgebracht hat, scheinbar als Problem hat, ja, dass man dann eben so knapp kalkuliert hat, dass das gar nicht mehr möglich ist, das Ding in einen physischen Laden reinzustellen. Und da muss ich aber auch sagen, das muss aber auch gewissermaßen so sein, dass das einfach funktioniert und dass das Ganze auch langfristig wachsen kann. Sondern es soll ja auch schon langfristig ein gewisses Wachstum möglich sein. Und das zeigt einfach, dass diese Menschen, die das irgendwie kritisieren, einfach gar keine Ahnung von dem haben, worüber sie da sprechen. Und umso weniger ernst kann ich das eben auch nehmen, weil ich ja auch sehe, dass das Teil in Läden drinsteht und nicht in irgendwelchen Läden, sondern in den bekanntesten Nischenläden Deutschlands. Ja? Und die nehmen natürlich auch nicht einfach irgendeinen Schmand auf, der sich nicht verkauft, sondern die wollen natürlich auch Düfte sehen, die einen gewissen Umsatz bringen und die sich dann eben auch verkaufen und die funktionieren. Und das ist eben etwas, wo ich auch schon ganz zu Anfang gemerkt habe, mit Oud 31, ich habe so diesen Hate gesehen und war ein bisschen überrascht, wie stark der doch war, weil klar, ich hatte so ein paar Auseinandersetzungen mit anderen Leuten, aber dass man jetzt so einen Hass auf mich schiebt, das war schon irgendwie ein bisschen Überraschung. Aber auf der anderen Seite war ich auch irgendwie emotional, also von den Gefühlen her komplett losgelöst davon, weil ich mir dachte so, ich habe das einfach logisch nicht verstanden, wisst ihr? Also du hast diese 10 oder damals 4 Läden und die zeigen dir halt das Vertrauen, dass sie sagen, okay, das Ding ist gut genug, dass ich es mir hier hinstelle. Und dann hast du halt so einen anonymen Internetmob, der irgendwie denkt, dass das Teil viel zu teuer ist. Und da dachte ich mir nur so das ergibt halt einfach keinen Sinn, wisst ihr? Und ja, aber gut, so ist das eben. Also manche Leute fokussieren sich da irgendwie sehr auf die Person und nicht so sehr auf das Produkt. Das ist okay, weil am Ende ist man auch wirklich sehr unabhängig von dieser Plattform. Tatsächlich habe ich mir am Anfang einen riesen Kopf gemacht, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat Parfumo wirklich irgendwie einen Einfluss auf Verkaufszahlen. Und es hat sich aber am Ende gezeigt, dass das gar nicht so einen großen Einfluss hat. Viel wichtiger ist eigentlich, dass die richtigen Leute das in ihrem Laden stehen haben und das dann natürlich auch Menschen zeigen. Denn am Ende, wenn das Produkt gut ist und es jemandem gezeigt wird, dann wird die Person das kaufen und mitnehmen. Und dann ist auch egal, ob ich jetzt der Kai Porten bin oder ob ich ein Hans Müller bin, den niemand kennt. Dann geht es einfach nur um das Produkt. Und wenn das Produkt überzeugt, und das tut es ja, weil es halt auch wirklich nicht günstig ist, das zu machen, dann ist das wirklich der Schlüssel quasi so zum Erfolg. Aber gut, das ist alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, das Video. Das tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, es war für euch entertaining und spannend. Wenn ihr Lust habt auf mehr so Storytime-Videos, wo ich auch ein bisschen aus meinem Leben erzähle oder aus dem gesamten Prozess, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und natürlich lasst mir gerne einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, schaut in die Beschreibung für den Link zu diesen beiden Produkten. Also ich würde sagen, Cherry X ist auf jeden Fall Blindkaufmaterial. Bei Oud 31 muss man schon ein Fan von Oud sein, aber wenn man Oud mag, gibt es nichts Besseres. Aber Cherry X müsst ihr euch holen, also schaut gerne in die Beschreibung rein, bestellt euch das Ding und dann liefern wir das zeitnah aus. Und das war's soweit mit diesem Video.